Die Bundesregierung setzt auf größere Mengen kasachisches Öl als Ersatz für die ab Januar ausfallenden russischen Lieferungen für die Raffinerie Schwedt. Kleinere Mengen seien bereits vereinbart, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner am Montag in Potsdam nach einer Arbeitsgruppensitzung zur Zukunft der Raffinerie und fügte hinzu: Ja, also das Ziel ist ja die Auslastung in den nächsten Wochen, also auch im Januar und dann für die nächsten Monate weiter zu steigern. Deswegen ja die 70%. Dazu ist Kasachstan ein weiterer Weg, der auch insofern begangen wurde bereits, also auch vertragsmäßig begangen wurde, dass dort kleinere Mengen in Aussicht sind. Und dann wird man in den nächsten Wochen und Monaten sehen, funktioniert dieser Weg, kommt das wirklich in Adamowo, das ist ja der Grenzübergabepunkt zwischen Polen und Weißrussland, an. Und von da aus wird das dann übernommen und nach Schwedt gebracht. Aber ich bin optimistisch. Ich hatte erst letzte Woche selber Regierungskonsultationen mit der kasachischen Regierung, dass dieser Weg ein Weg ist, der nicht nur am Anfang in kleineren Mengen, sondern auch in größeren Mengen gangbar ist. Die Bundesregierung hat versichert, dass Schwedt und Leuna ab Januar zu 70% ausgelastet werden. Dies würde ausreichen, um die Region zu versorgen sowie Preissprünge dort zu verhindern. Die Raffinerie Schwedt hängt an der Ölpipeline Druzhba und wird mit russischem Öl des Staatskonzerns Rosneft versorgt. Zudem hält Rosneft die Mehrheit an Schwedt, obwohl die Raffinerie derzeit unter deutscher Treuhandverwaltung steht. Ab Januar will Deutschland kein russisches Öl mehr beziehen.